Leute, ist wieder euer Magic Bieber und ich mache heute ein gewaltiges Unboxing, denn Zoom nach unten, es gibt Neuigkeiten. Ich habe von Bancroft Marisa mal wieder ein Riesenpaket bekommen. Nicht nur ein Paket, ein Riesenpaket. Und dafür will ich euch nochmal von Herzen danken, dafür, dass ihr Weihnachten diesmal vorverlegt habt und nicht, dass ihr mir nicht nur einfach nur Pakete schickt, sondern solche Pakete und auch noch so oft. Dafür meinen herzlichen Dank. Und jetzt will ich dieses Paket auspacken, denn ich will sehen, wie viele Blaster da drin sind. Das sieht so aus, als hätte ich für die nächste Zeit genug Blaster. Mal reingucken. Mache ich das jetzt auf. So. Heilige Scheiße! Guckt euch das mal an! Bancroft, ihr seid doch verrückt! Ihr seid verrückt! Wie viele Blaster sind denn das? Alter Schwede! Okay, ich muss sie wahrscheinlich stapeln, wie das aussieht. Fange ich mal gleich hier an. Ich sehe hier einen Nerf Rebel Blaster. Das ist... Mal sehen. Nerf Rebel Strongheart Bow. Oh, seht ihr das mal an? Meine Schwester wird sich freuen. Ein... Bogen mit Trommelmagazin, wie es aussieht oder sowas. Freu mich! Okay, mal weiter gucken. Die hier. Das ist eine Elite XD Retaliator. Oh, eine XD-Variante. Ich habe mich ja schon drauf gefreut, wollte sie mir schon selbst holen. Danke, Bancroft. So, das haben wir hier. Ein großes Paket. Rapid Strike, auch in XD. Die sieht ja verdammt gut aus. Muss ich auch mal einen Vergleichsschusstest machen zwischen der normalen und der XD. Oh, freu mich. Wie den Rebel Blaster. Das ist die Spylight. Oder Starlight? Das ist die Spylight. Die sieht verdammt geil aus. Und die hat sogar so ein Scope dabei. Ich möchte mal das Gesicht meiner Schwester sehen. Noch ein Rebel Blaster, das ist Secret Shot. Sieht aus wie so ein Handkoffer. Hier ist gar mit kleinem Kronjuwel drauf. Hier hinten haben wir dann... Oh, die haben das auch schon schön gestapelt. Hier habe ich die... Wie heißt die? Die Sharpfire. Auf die habe ich mich ganz besonders gefreut. Die ist zwar eine Endstrike, soll nicht so cool schießen, aber dafür... Ich habe mich auf die gefreut, die sieht geil aus. Ich starte das jetzt... Wolkenkratzer. Gut. Hier hinten habe ich die Strong Arm XD. Die sieht zwar nicht so geil aus, aber da kann ich jetzt einen Schusstest zwischen der normalen Strong Arm machen, der Strong Arm Sonic Fire und der Strong Arm hier, worauf ich mich auch schon wieder freue. Da haben wir noch was, nämlich die Nerf Rebel Messenger. Ein Messenger Nerf Rebel Blaster, den ich jetzt auf die linke Seite packen muss, weil es hier langsam wirklich voll wird. Hier, die Cyclone Shock aus der Mega-Serie. Wir haben hier sogar Mega-Blaster, wie geil ist das denn? Auf die freut sich mein Vater, denn die sind für ihn natürlich perfekt geeignet. Er hat sich auch schon drauf gefreut. Und die sieht geil aus. Okay, dann haben wir hier noch einen Rebel-Blaster. Das ist die Diamond Star oder sowas. Auch ein schöner kleiner Blaster. Dann haben wir noch was, nämlich die Sling Strike, also... So einen kleinen, ja, so eine Zwille, so ein Schleuder halt. Dann wieder ein Rebel Blaster. Oh, meine Schwester kriegt einen Herzinfarkt, wenn sie das sieht. Die For Victory. For Victory Dingens. Mit einem Holster. Dann haben wir hier die ganz. Eine Nerf Cam. Eine Cam! Ich hab doch schon eine! Bancroft, was geht bei euch ab? Mal sehen, ob ich die zurückschicken kann, weil die ist wirklich verdammt teuer und ich meine, wow. Da müssen wir nochmal sehen. Und dann haben wir noch einen Blaster. Ganz hinten so ein kleiner, das ist die Big Shock. Die habe ich ja jetzt schon, was soll ich jetzt damit machen? Kannst du verschenken? Idee. Ich habe da eine Idee. Ich kenne da jemanden aus dem, nicht persönlich, aber ich kenne da jemanden, das ist wirklich ein Fan von mir, der würde sich sogar über eine Unterschrift und sowas freuen. Der Justin, ich hoffe, du weißt, dass ich dich meine. Jetzt mal Justins alle aufstehen.
Dem möchte ich nämlich, der hat bald am Freitag Geburtstag in ein paar Tagen, den möchte ich diese Big Shock schenken, wenn möglich auch mit Unterschrift und allem Möglichen. Und ich hoffe, du freust dich, an deinem Geburtstag meine Big Shock zu bekommen. Happy Birthday, Justin. Viel Spaß damit. Also ich muss euch sagen, hier bleiben keine Wünsche offen und deswegen habe ich eine Frage an euch. Was sind denn eure Wünsche? Ich meine, ich habe hier eine Menge Blaster bekommen, danke nochmal. Und in welcher Reihenfolge soll ich sie jetzt unboxen und reviewen? Da gibt es nämlich einige Blaster, die ihr wirklich sehr gern sehen wollt und einige, die nicht. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich suche dann ein paar aus und ich muss es ein bisschen ausgewogen machen, denn deswegen erst einen Blaster, den ihr sehen wollt, eine, der dann nicht so hoch im Ranking steht und dann immer so weiter, damit es auch schön ausgewogen bleibt. Außerdem, ich meine, die 15.000 Abos sind überschritten, dafür muss ich euch nochmal danken. Und deswegen hier, ich habe hier noch die Cam übrig, ich glaube, das hat Bancroft extra gemacht. Daraus machen wir jetzt auch noch das kleine 15.000 Abo-Specials. Dieser original verpackte Blaster im Wert von ca. 80 Euro. Behaltet das im Kopf, 80 Euro. Den verschenke ich an euch, indem ihr mir reinschreibt, ich will die Cam und dazu noch einen Grund. Entweder er ist sehr berechtigt oder er ist sehr witzig. Ich suche mir einen darunter aus und der bekommt dann die Cam. Mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Ich zeige mir nochmal mit einem Like, was ihr von dieser saugeilen Aktion haltet von Bancroft. Ich meine, ich nehme jetzt die Likes entgegen, stellvertretend für Bancroft und ich bettle sonst nie um Likes. Aber das hier würde mich echt freuen, wenn ihr liked bzw. abonniert. Euer Magic Bieber, macht's wie ich, beißt euch durch, besonders du, Justin, Happy Birthday, ciao, euer Magic Bieber.